Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit der Rewe Bio-Reispfanne mit Huhn und Curry. Die kann man tatsächlich, wer hätte das gedacht, in der Pfanne machen. Man kann sie aber auch in der Mikrowelle machen und genauso mache ich es heute auch in der Mikrowelle. 54 Gramm sind drin. Es ist ein Bio-Fertiggericht von der Eigenmarke Rewe Bio und ich bin sehr gespannt, wie es denn schmeckt. Huhn, Curry klingt schon mal lecker, Brokkoli ist drin. Ich glaube, ich habe großes Glück und es sind keine Zwiebeln hier drin. Ansonsten werde ich es auch überleben, wenn die Zwiebeln nicht so groß sind. Aber wir schauen uns erstmal an, wie das Ganze im tiefgefrorenen Zustand aussieht. So, ihr Lieben, 450 Gramm sind das in einem Block, tiefgefroren. Und das Weiße, was ihr hier seht, sind tatsächlich Zwiebeln. Ich habe hinten nochmal drauf geguckt. Es sind tatsächlich 14% Zwiebeln hier drin. OMG. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Das ist tatsächlich noch nicht fertig, sondern es ist gerade Halbzeit. So sieht es nach 5 Minuten und 600 Watt aus. Da rührt man so ein bisschen um und stellt es nochmal in die Mikrowelle für 6 Minuten bei 500 Watt. Ich habe versucht, schon so ein paar Zwiebeln zu entsorgen, aber ich habe den Kampf gegen die Zwiebeln aufgegeben und werde es gleich dann so für euch probieren. Es riecht tatsächlich auch wirklich sehr zwiebelig. So, die Bio-Reispfanne mit Huhn und Curry und jeder Menge Zwiebeln, die ich hier auf der Verpackung nicht erkannt habe, ist fertig aus der Mikrowelle. Und ich muss sagen, es riecht total unspektakulär. Wenn ich ein gelbes Curry sehe und ich esse ja total gerne asiatisch, habe ich immer einen ganz anderen Geruch in der Nase. Und das riecht hier fast nach nichts. So ihr Lieben, und jetzt wird probiert. Und ich bin echt, also, naja, optisch, klar, wenn ich es in der Mikrowelle mache, kann es nicht perfekt aussehen. Aber ich habe ja als Referenz zum Beispiel so ein Froster Chicken Vietnamese Fertiggericht. Ja, so vietnamesisches Chicken vom Aldi Nord tiefgefroren. Und das hat einen richtig leckeren Geruch. Und wenn man hier riecht, es riecht einfach mal nach nichts. Das ist total krass. Ich bin total geschockt so ein bisschen. Ich probiere es jetzt mal. Naja. 14% Zwiebeln. Schmeckt. Hat einen leichten Geschmack, sehr wässrig. Aber ich bin auch total enttäuscht von dem Chicken. Ja, das sieht aus wie ein Suppenhuhn, ihr Lieben. Wirklich. Reispfanne Chicken. Rewe Bio. Rewe Eigenmarke. 450 Gramm. 2,99 Euro. Rewe macht sehr tolle Sachen, die auch ihren Preis wirklich wert sind. Aber hier fehlt es wirklich an allem, muss ich sagen, ja. Kein Geruch. Ich setze mal den Brokkoli, viel zu viel Zwiebeln. Ey, 14,5% Zwiebeln, das ist doch klar, das Gericht umkippt. Okay, ich bin ein Zwiebelhater, muss ich sagen, aber nicht mal der, na. Aber ein Curry hat immer einen Curry-Geschmack. Sollte es haben, es ist ein schlechtes Curry. Und hier... Ich gebe die Bewertung gleich wirklich unabhängig von den Zwiebeln. Ihr wisst, ich mag keine Zwiebeln und wenn ich zu blöd bin, kann das Gericht ja nichts dafür. Ja, Rewe kann nichts dafür, wenn der Junkfood-Guru zu blöd ist und nicht die 14,5% Zwiebeln auf der Rückseite sieht, wenn er sich von der Optik verleiten lässt. So, ich mag aber Paprika und Huhn. Und der Reis ist echt ganz gut. Das ist echt ganz lecker, aber geschmacklich ist das so laff, es schmeckt echt nach nichts. Unfassbar. Das ist tatsächlich, sorry ihr Lieben, 2019 das schlechteste Fertiggericht. Nein, ist nicht das schlechteste. Es gibt auch Sachen, oder? Also es ist ja toll, dass es Bio ist, dass die Zutaten natürlich sind. Das finde ich alles lobenswert. Dafür gibt es auch Punkte, aber Geschmack ist auch sehr wichtig. Und der hat hier vollkommen versagt auf meiner Geschmacksskala, sorry. Ich esse auch Bio, ich esse auch nachhaltig. Es muss doch nicht alles Glutamat und Geschmacksverstärker und sonst was sein. Ja, ich liebe auch andere Fertiggerichte im Tiefkühlbereich von Froster. Die sind natürlich... Das hier schmeckt einfach mal nach nichts. Als hätte ich selbst gekocht und die Gewürze vergessen. Ehrlich, so schmeckt das. Das ist echt schade. Dabei sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Das ist eigentlich voll schade. Es sieht voll gut aus. Ich glaube, wenn man so ein bisschen mit Gewürzen aufpeppen würde, ja, wenn Rewe sagt, komm... Wir machen mal ein bisschen mehr Currypaste rein, mehr Gewürze, dann kann das richtig was werden. Mehr Gewürze, mehr Curry, mehr wirklich asiatisch. Weniger von diesem Suppenhuhn oder wenn wirklich ein anderes Chicken reinmachen, bitte. Und weniger Zwiebeln. Ich glaube, dann gibt das Ganze, kann ein richtig gutes Gericht werden. So auf einer Skala von 1 bis 10 absolut nicht empfehlenswert für mich. Deswegen nur 4 Punkte. 1 Punkt, weil Bio, 2 Punkte, weil Bio einfach gut ist und...
Vielleicht noch ein Punkt für guten Willen. 4 Punkte auf meiner Fertiggerichte-Skala für das Rewe Bio-Fertiggericht Reispfanne. 450 Gramm, 2,99 Euro mit 14,5 Zwiebeln. Und jetzt leider ausnahmsweise auch mal beim Junkfood-Guru durchgefallen. Das ist zum allerersten Mal, aber ich werde mich weiter durchtesten, ihr Lieben. Und ja, hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video, was ich jetzt damit mache. Da hilft nur noch ganz viel Ketchup, ihr Lieben. Und dann esse ich das damit auch. Tschüss!